Jetzt willkommen bei Anno 1800. Es geht weiter. Ich habe ein klein bisschen privat ein bisschen weiter gespielt, um Fleisch und Paprika ein bisschen zu hinzukriegen. Das habe ich noch nebenbei gemacht und ja, kann man sagen, nach und nach sind mir leider die Rohstoffe wieder ein bisschen in den Keller gegangen. Das heißt hier Kautschuk, glaube ich, und hier Gummi. Habe ich die Lagerkapazität ein bisschen erhöht, um ein bisschen mehr Vorrat zu haben. Und ja, und zusätzlich ist es mir auch das Holz ein bisschen zu abhanden gekommen. Aber nach und nach tut das hier ein bisschen einspielen. Und wir sagen, in dieser Folge will ich mir ein bisschen um die Kaffeeproduktion kümmern, weil der Kaffee ist auf meiner Hauptinsel relativ mager geworden. Man sieht hier, das Lager ist fast leer. Und die Kaffeebohnen sind ja fast leer. Ob ich hier zusätzlich noch Kapazität noch habe. Gute. Kaffeebohnen. Okay, der Frachter ist nicht komplett ausgelastet. Drei. Jo. Das heißt ja, die Kaffeeproduktion, ich habe hier plus 45, eigentlich musste der Kaffee eigentlich produktionmäßig hier eigentlich alles herkommen. Mal schauen. Wie gesagt, hier Fleisch geht ein bisschen in den Keller. Kaffee ist komplett weg. Wo ist denn das Schiff überhaupt? Kaffee. So. Eigentlich muss ein Frachter eigentlich hier hinterherkommen. Kisten unter Deck. Je mehr, desto besser. Die Lage ist ja fast beinahe voll. Frachtschiff steht bereit. Ich glaube, ich klatsche zusätzlich noch weiteren Frachter noch. Ich habe ein bisschen Einfluss habe ich ja noch. Frachter. So. Nein, weiter. Fortsetzen. So. Rum, okay, alles wird ja rüber transferiert. Wenn man sieht hier Kaffee, okay, hier wird hier mit den Fahrrädern minus 22. Oh Gott. Willkommen in der Manufaktur. Wie sieht es mit meinem Stahl aus? Stahl ist voll. Aber, guck mal, mein Gummi kommt nicht hinterher. Gummi minus 25, oh Gott. Okay, ich brauche, glaube ich, noch einen Frachter für Kunststoff. Mit der für Kunststoff. Mal gucken, wie voll ist der Kunststoff. Willst du uns zuschauen? Ich habe hier 1000 drin. Neue Befehle? Rede. Kunststoff, das wird ein bisschen knapp. Man sieht hier Paprika minus, ja, ist ja klar. Aber okay, Fahrräder, okay, alles wird ja bei mir rüber transferiert. Zigarren wird auch rüber transferiert. Fahrräder ist ja klar, es wird Kunststoff, das ist ja klar. Das ist, so mehr Bevölkerung ich habe, ist ja klar, so mehr ist die Nachfrage. Uhren, okay, alles ja, ist so eine Sache, weil bei mir alles wieder auf einer Insel produziert. So. Ich hab schon Schlechteres gesehen. Ich die habe, was fällt bei dir eigentlich weg?
Okay, Fahrräder nicht. So. Genau. Diese nicht in Einflussradius. Hier auch nicht. Dann könnte ich die mal erweitern. Und noch mehr Einfluss zu kriegen. Nett. So. So viele gleich. So. Diesen Radius. Okay, die vier anstatt Sinne sind keine Radius. Doch die. Die zwei sind Radius. Der. Außer der hier. Der nicht. Das ist schon mal gut. Okay, ich kann sagen, der ist in den Radius. Und die vier sind nicht in Radius. Also das heißt, die vier kann ich mir auch mal aufstellen. Versteckt die Flaschen, der Boss. So. Hier hinten würde ich auch mal aufwerten. Das haben wir uns verdient. Oh, Kirchenbücherei ist nicht weit oben. So, Alter, ich komme langsam Richtung 300k. Alter Schwede. So, Frachter. Gib mir erstmal das ganze Stahl. Einmal die Dampfmaschine, weil die brauche ich langsam. Ja, aber das. Ohne die nötigen ja, Elemente. Kunststoff ist ja klar. Uns geht das Material aus. Kohle geht mir zu Neige. Ach Gottchen. Das ist heftig. Also ohne Kohle geht gar nichts. Schiff. Vom Stapel gelaufen. Mehr Druck im Kessel. So. Kautschuk. Genau du. Drei Schiffe habe ich jetzt. Kran einhalten. Okay, das ist heftig. Mikrofon muted. Die Menschen lassen sie hochleben. Mikrofon activated. So. Das ist gerade nicht so schön. Wie sieht eigentlich mein Kohlevorrat eigentlich aus? Oh, aber Eisen ist voll, aber Kohle ist leer. Okay, das ist was interessant. Der Kohlevorkommen ist voll. Hier habe ich einmal Kohle. Aber eigentlich bin ich hier mit Kohle hier zugeschissen. Ich habe kaum Material, ja, also genug Arbeitskraft. Ja, hier ist genug Kohle. Nicht mal alles noch nicht mal angeschlossen. Ich könnte meine Lagerkapazität mal erhöhen. Läuft alles wieder wie geschmiert. So, muss ich das mal wieder aktivieren?
wir das zurück an die Maschinen. So. Würde ich eine Fähre bauen und überall, wo cool ist, würde ich das anschließen. Das alles auf mein Hauptinsel rüber transferieren. Das heißt auf gut Deutsch, ich muss meine Lagerkapazität hier erhöhen. So. So, machen wir auch bis 1000. Ich denke mal, bis 1000 wird es auch reichen. Hm, 700. 800. Und 1000. Okay, ich könnte durch meinen Handels... Hafenkonto könnte ich es auch noch erhöhen. So. Alles ist erhöht. Wir sagen, das wir aktivieren. Und das einmal wieder aktivieren. So. Noch mal drüber schauen. Dann würde ich erstmal Kaffee erstmal verzichten und einen Frachter nutzen und Kohle hauptsächlich hier rüber transferieren. Weil Kohle ist anscheinend wieder der Rohstoff. Okay, und Zink ja nebenbei. Ein Schiff vom Stapel gelaufen. Gehst mal darüber. Jetzt, glaube ein Zink, was sagen, ein Zink ist mir mit angeschlossen. Ist der Zink? Und hier. Da würde ich erstmal die Metal, wenn ich jemand hier das Dings habe, den Gas, würde ich jetzt. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ist ja klar, jetzt geht Kaffee runter, weil ganz klar, Kaffee wird hier rüber transferiert. Eigentlich aus dem Ding jetzt mit die Dingsproduktion. Hier habe ich jetzt ja, wie gesagt, er ist erweitert. Plus 4. Also kupfermäßig habe ich jetzt genug auf dem Lager jetzt. So, Produktion. Paprika ist voll, Fleisch ist voll. Flammen wurden gelöscht. So. Würde ich auch einen Transferhafen noch bauen. Hier habe ich hier kann ich das auch noch mit das alles noch ausgleichen. Hier geht es leider nicht mehr mit Ausgleich. Dann würde ich einen Transferhafen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Wie soll man das schon mal anschließen? Ich glaube, für Kohle brauche ich nicht viel. Ich glaube, nur zwei Materialarten.
Und dann geht es ja wieder. Microphone muted. Die Menschen lassen sie hochleben. Microphone activated. Ich bin nicht verwundert, ich habe irgendwie so leichte Grippe bekommen jetzt. Das kann sehr umpassen, wenn ein kurzes Jahreswechsel. So, hier will ich, glaube ich, den Transferhafen, glaube ich, noch. Könnte ich, finde, bauen? Ja, kann ich. Plus 15 Einfluss jetzt. Warum kosten die Dinger so viel Einfluss? Okay, das ist schon mal heftig. Das wusste ich gar nicht, die Schlesinger Einfluss kosten. Okay, das ist schon mal ein bisschen, das ist schon mal ein bisschen gemein. Das ist ja schon fies. Hier brauche ich nur Treibmaterialarten, okay. Das ist ja echt gemein. Nee, warte mal, warte mal. Brauche ich, das brauche ich hier nicht. Brauche ich auch nicht. Links habe ich genug. So, Eisen brauche ich gar nicht. Also ich glaube, am Anfang könnte ich hier die Zink hier abzuernten. Aber ich glaube, das brauche ich hier am meisten. Kohle kann ich hier auch abbauen. Hier habe ich auch Eisen mal 1, brauche ich auch nicht. Und hier habe ich auch nur mal 1. Also so viele Schiffe brauche ich doch nicht. Ich brauche nur genau höchstens nur hier. Hier brauche ich nur den Dock und das war's. Könnte ich das hier schon mal bauen? So. Ich weiß nicht, wie diese Kack Einfluss kostet. Transferhafen, was brauche ich das Ding? Stahl, Fenster und mehr Druck im Bau. Okay, einfach Stahl. Was soll das? So. Wendemanöver! Sieht beschäftigt aus. So, hier ist nochmal Eisen, hier ist nochmal Kohle. Hier gleich ein Warnungshin. Kohle, zack. Und nochmal Kohle. Die Lager sind voll. So. Auch mal einmal Kohle. Und das reicht hier nicht mehr. So. Neue Befehle. So, und einmal bauen. So. Beitreten. Dann machen wir so anders. Hier für Kohle brauchen wir nicht so viel Material, das ist ganz gut. Nur Bretter und Eisen, also mal Bretter und Ziegelsteine. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das wird erstmal reichen. Zum Horizont. Also irgendwie für Einfluss brauchst du hier Menge. Was hat der für ein Problem? Hier fehlen die Rohstoffe. Stopp die Maschine. Echt? Das ist schon heftig. Die Formel ist un. Ach, ich hätte. Mehr Druck im Kessel. Die Menschen lassen sie hochleben.
Links bauen, ein Warenhaus. So. Frachtschiff steht bereit. Baumaterial. Gut. So. Ball drehen. Hier schon mal ein normales Segelschiff bauen. Weil Frachter für die kurzen Strecken brauche ich eigentlich nicht. Okay, die Frachter sind schneller, aber die Segelschiffe reichen auch, diese kleinen, also mal diese Piken reichen eigentlich auch völlig aus. So. Neue Befehle? So, wo sind die restlichen drei? Ach, der andere ist da unten. Okay. Zack. So und zack. So. Bin die schon mal gebaut. So. Hier ist nur Zink. Ist nochmal Kohle. Abdrehen beginnen. Und zweimal Kohle. Kohle wird hier auch. Ich glaube, wir. Oh, ja, könnte ich glaube einen Frachter bauen. Oh, jetzt fehlen mir aber. Jetzt fehlen mir Arbeitskräfte. Okay. Ach, stimmt, weil ich das alles aktiviert habe. Deswegen geht das gerade ein bisschen in den Keller. Also sonst hatte die Arbeitskraft immer ziemlich ausgereicht. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? So. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Der, wow. Ah, okay. Du bist mutig. Weiß. Was ist das denn? Flotte erwartet Befehl. Ach, Leuium am Kartenrand. Formation einnehmen. Das ist fies. So, hier rüber. Dann würde ich schon zwei Frachter bauen. Frachtschiff steht bereit. Hier auch weiter mal klatschen. Neue Befehle. So, baut mal direkt wieder zurück. So, hier oben brauche ich ja nicht, das habe ich hier oben schon alles. Und noch hier. Sind unterwegs. So. Ach, stimmt, ich war, weil ich den die Werft jetzt aktiviert Schiff habe. Vom Stapel gelaufen. Bereit für den Einsatz. So, gute. Du ladest mal. Okay. Warte bis am Lecken. Setz die Segel. So, du ladest erstmal das auf. Dann mal hier. So. Zwei Stück noch. Das ist hier und dort. Bei einem Baumaterial ist es gerade noch reichen, das ist cool. So.
Erwarten neue Horizonte. Doppelt von der Reichweite passt es. Gerade so noch, oh Gott. So. Kran anhalten! Ich könnte. Flaggschiff steht zu Diensten. Moment mal. Du. An die Kanonen! Sind wir doch als Gruppe fahren? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir haben die 45 Minuten erreicht. Ja, kann man sagen, irgendwann kommt zum Punkt, du musst echt viel Ressourcen. Am Anfang hast du relativ viel, also relativ viel Ressourcen, wenn die Stadt noch nicht etwas für die Größe nicht erreicht, aber irgendwann wird es so groß. Ja, bist du schon gezwungen, auf andere Karten wirklich woanders schon die Ressourcen abzubauen, überhaupt die Nachfrage überhaupt zu decken. Ein Hoffentino. Schiff vom Stapel gelaufen. Ein neuer Auftrag. So. Du leitest hier das ganze Kohle auf. Kohle ist fast wieder voll. Einmal nach hier abliefern. Ei. Neue Befehle? Die Lager sind. So, wie sieht es denn jetzt hier hinten aus? Fast fertig? Oder ich mache so ein Frachter, fährt mir das Kompletteis ab. Das wäre viel zu viel. Ich überlege. Der Lager ist hier voll. Schiff unter Beschuss. Mehr als bereit. Segel! Schiff vom Stapel gelaufen. Sind unterwegs. In die Takelage. Ei. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff wurde zerstört. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren. Wie bedauerlich. Nun, ich werde sehen, ob ich ein neues auftreiben kann. Nein, ist nicht so schlimm. Also kriegen kein Item. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe hier sind knapp. Ich krieg aber hier noch ein neues Schiff. Jedes Schiff braucht ein Toleranz. Sind Sie soweit? Für neue Befehle. Nö. So. Halt. So. Du bist jetzt der Kohletransporter. Weil ich will, glaube ich, noch einen Frachter bauen. Frachtschiff steht bereit. So. Mehr Druck im Kessel. Doll.
Wir sagen, wir wünschen erstmal, wir sagen, hier mache ich mal einen kleinen Cut. Wir sagten, jetzt haben wir ein bisschen Ressourcen wieder am Mann gebracht. Und mal gucken, wie es weiter wird. Hab ich euch eigentlich schon überall schon was alles angeschlossen? Was um Kohle geht. Es reicht teilweise hin und vorne noch nicht mal aus mit dem ganzen Material. Wahnsinn. Das ist eigentlich mit. Oh. Selbst mit Messing bin ich schon mal komplett auf Minus. Okay, Kohle ist ja klar. Aber mal gucken. Ich tue die ganze Kohle jetzt rüber transferieren. Ich denke mal, danach muss ich mich auch ein bisschen um Messing kümmern. Aber ich glaube, so viel. Hier haben wir nochmal ein bisschen. Nochmal Zink. So viele Zinkressourcen habe ich auch nicht. Ich habe hier auf die komplette Karte schon alles erwirtschaftet schon. Das reicht immer noch hin und hin. Vor allem nicht mal von der Masse aus. Naja, also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal. Rot.